Ja, aber ich muss dazu sagen, mit dem Spiel an sich kenne ich mich nicht aus, aber ich kann Fragen stellen. Der Run fängt an, dann verabschiede ich mich erstmal für heute. Ich wünsche euch viel Spaß. Lieber Chat, liebe Leute, wir hören uns am morgen Abend. Genau, viel Spaß. Schönen Abend noch. Tschüss. Dann gehe ich auch in mein stilles Kämmerlein. Jo, alles klar, erhole ich mal ein bisschen. Ne? Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. So, okay. Jo. Bist du bereit? Ja, also ich versuche einfach so viel zu reden dazu, so viel zu kommentieren, wie geht. Okay. Ist ein bisschen ungewohnt für mich, auf Deutsch zu reden, weil ich meistens in Streams auf Englisch rede. Also meine Streams sind immer auf Englisch. Mhm. Deswegen mal gucken, wie es auf Deutsch so ist. Diese Aussage müssten wir eigentlich mal in unser Bingo mit einbauen. Wir hören das nämlich öfter mal, dass die Leute, also die meisten deutschen Speedrunner, die kommentieren ja trotzdem auf Englisch. Ja. Und das sagen halt tatsächlich eine ganze Menge Leute, mehr als man so denken würde. Echt? Ja, ja. Ich habe immer so andersrum eher das Gefühl, aber okay. Tatsächlich, okay, cool. Also bist auf alle Fälle nicht der Einzige. Und wenn dir irgendwie mal ein deutscher Begriff nicht einfällt, einfach weil du es anders gewohnt bist, dann hau einfach einen englischen Begriff raus. Kein Problem. Alles klar. Ja, genau, also auch bei Crash Bandicoot 4, da gibt es unglaublich viele Bugs, wo du um die Map rumlaufen kannst, aber da... Oh, direkt ein Tod. Okay. aber da er fast dieselbe Zeit wie ich habe, denke ich eher nicht, dass er diese Tricks nutzt, da ich auch keine, nicht wirklich viele Bugs genutzt habe in diesem Spiel. Mhm. Also sind die Bugs im Grunde mehr oder weniger optional? Spart ein bisschen Zeit, aber ist jetzt nicht entscheidend, um überhaupt einen ordentlichen Run zu machen. So habe ich also, das jetzt verstanden. Also ich kenne einige Runner, die dann dadurch dann echt, also wenn die alle Bugs mitnutzen, dann kannst du an die 20 Minuten schon sparen. Oh, okay. Das ist doch noch eine ganze Menge. Ja, auf jeden Fall. Also das ist echt krass. Ich habe auch mal ein bisschen rumprobiert, ein paar von diesen Skips hinzukriegen. Ist aber wahnsinnig schwer. Und da das Spiel noch recht aktuell ist, kann es auch dazu kommen, dass es nochmal gepatcht wird, wo dann diese Bugs behoben werden. Und deswegen war es für mich jetzt nicht ganz so lohnenswert, das erstmal zu lernen. Mhm, okay. Ach stimmt, Crash Bandicoot 4 ist ja tatsächlich sehr neu noch, ne? Genau. Vor allem das für PC, das ist ja das Neueste im Prinzip, ja. Mhm. Steht auch unten im Layout 2021. Also, ja, aus diesem Jahr. Genau. Genau. Das Movement schaut so weird aus, schreibt Tiger im Chat. Fühlt sich, glaube ich, auch ein bisschen weird an, so im ersten Moment, wenn man anfängt, das zu runnen, oder? Auf jeden Fall. Es ist, auf jeden Fall definitiv ein ganzes Stück anders als die Ensign Trilogy. Also vor allem dieses Slide-Spinnen, das ist ganz anders als wie in der Trilogie. Okay. Ich habe jetzt zum Beispiel auch viel in der Trilogie, Crash Bandicoot 2 habe ich viel gerunnt und ich kenne auch viele Runner von der Trilogie. Und für alle war es sehr, sehr schwer, sich da umzustellen. Auch dieser Double Jump, der ist ganz, ganz komisch. Weil du das zweite Mal den X-Button hittest, also ich spiele mit PlayStation-Controller, also das zweite Mal den Jump-Button hittest, dann machst du so einen kurzen Stopp in der Luft, was ziemlich irritierend sein kann. Und es ist komplett anders zu den alten Crash-Spielen. Okay. Gibt es denn irgendwie großartige Unterschiede zwischen der PC-Version und den anderen Versionen, also der PlayStation-Version in dem Fall? Es ist, ich glaube, bei der PlayStation-Konsole ist zum Beispiel die Patches sind aktueller. Ich glaube, da sind tatsächlich sogar schon einige Skips weggepatcht worden. Okay. Deswegen habe ich halt nicht weitergemacht, diese Skips zu lernen, weil es dann sehr wahrscheinlich ist, dass das für PC auch passieren wird. Und ja, ansonsten ist es eigentlich nicht großartig anders. Es ist halt schönere Grafik am PC meistens. Das ist so das Einzige. Bessere FPS. Du kannst halt Mods machen und sowas, ne? Ah ja, stimmt. Mods gebraucht noch dann. Genau. Ich habe tatsächlich beide Spiele, also einmal auf PlayStation 4 und einmal auf PC. PC fand ich dann doch ein bisschen besser, weil ich auch viel am PC bin. Auch das zu streamen macht das ein bisschen einfacher und da ich recht viel immer wieder aufs Crash Bandicoot Speedrun komme, ja, warum nicht am PC dann? Eben. Die Äpfel, wofür sind die da?
Die Äpfel in diesem Spiel sind dafür, dass du Edelsteine sammeln kannst. Da sieht man zum Beispiel jetzt gerade eine Legende. 40% gibt einen Edelstein, 60% einen Edelstein und 80% gibt einen Edelstein. Alles darüber ist dann egal, was du hast an Äpfel. Mhm, okay. Ist aber für einen Speedrun irrelevant, denke ich mal. Ja, also für einen Any-Person ist das irrelevant, genau. Okay. Aber dann gehe ich auch mal davon aus, dass es sowas wie 100% gibt. Das gibt es, ist aber nur sehr groß. Ich weiß gerade gar nicht, zum Beispiel 106% gibt es auch. Und da war zum Beispiel damals der erste Rekord 20 Stunden oder so. Oh, wow. Also viel zu groß. Es gibt über 400 Edelsteine, die du sammeln kannst. Und das ist dann doch ein bisschen krank. Mhm. Dafür gibt es auch noch einmal All Clear Gems. Das heißt dann, diese Extra-Modes und so lässt du dann komplett raus und holst dann wirklich nur die Edelsteine, die du in einem Durchlauf kriegen kannst. So. Mhm. Das war eben nicht beabsichtigt, der Tod. Beabsichtigt, der Tod, oder? Nee, der war definitiv nicht beabsichtigt. Okay. Er hat versucht, zwischen diesem Cycle von den Haien, hat er versucht durchzugrätschen, hat aber nicht funktioniert. Okay. Ja, ah, genau. Schon wieder nicht. Schade. Ja, ich warte immer, weil es ist einfach. Ich krieg das nicht hin, so. Und dann ist mir die Zeit doch ein bisschen sicherer, wenn ich kurz einen Moment warte. Mhm, klar. Sieht halt auch sehr, sehr präzise aus an der Stelle. Ja. Olong fragt gerade, PS5 hat auch 4K mit 60 FPS bekommen, oder nicht? Weißt das du? Weiß ich tatsächlich nicht. Ich wusste nicht mal, dass das schon für PlayStation 5 rauskam. Oh, okay. Also da ich auch keine habe, war es für mich irrelevant bislang. Ja, wer hat heutzutage schon eine PS5, ne? Oh, mein Bruder hat tatsächlich eine. Hat bekommen. Ich hätte auch schon gerne eine gehabt, allein wegen dem Ratchet & Clank-Spiel. Mhm. Ratchet & Clank ist immer noch ein Klassiker. Spiele ich sehr gern seit meiner Kindheit. Und allein deswegen werde ich mir wahrscheinlich irgendwann noch eine holen. Ah, okay. Wenn sie dann bezahlbar ist und nicht hier, keine Ahnung, 1500 Euro auf eBay oder so. Ja, genau. Dann kriegst du vielleicht nur einen leeren Karton. Ach, Tiger hat auch eine. Ich kenne tatsächlich, ich kenne keinen in meiner Umgebung, der eine hat. Also. Okay. Ich überlege gerade, ob ich außer meinem Bruder noch jemand. Doch, Sif hat eine. Aber der hat auch Ewigkeiten danach gesucht. Ja, das glaube ich. Da musst du echt, das ist wie Headhunten oder so. So ungefähr, ja. Also er hat halt einfach in dem Moment Glück gehabt, dass er dann rechtzeitig, ich weiß gar nicht mehr, ein Mediamarkt oder so, keine Ahnung. Auf alle Fälle irgendwo auf der entsprechenden Webseite hat er eine bekommen. Ja. Ja, cool. Okay, hätte er das am Anfang mit den Haien hingekriegt, dann wäre er deutlich schneller als ich in diesem Level gewesen. Mhm. Und jetzt so im Vergleich zu dir? Langsamer oder? Ich denke mal langsamer, ne? Durch die Tode. Ich bin tatsächlich nur eine Minute langsamer als er. Also, oh, der jetzt hier im Stream. Genau. Aber ja, ich habe halt, wie gesagt, nicht viel dran gefeilt, weil ich will einfach noch auf Bugfixes und sowas warten. Soweit lohnt sich das sonst einfach nicht für mich. Eben. Ist natürlich auch sehr frustrierend, wenn du dann alles so weit drauf hast, also einigermaßen konstant, und dann fallen die ganzen Bugs weg, weil, ja, wurde gefixt. Kannst ja, alles nochmal neu lernen quasi. Ja, und du kannst das, was du gelernt hast, da hast du keinen Nutzen mehr von. Richtig. Ich weiß nicht, ob so irgendwelche Downgrades, ob das eine Option wäre, ob man sich da in der entsprechenden Community schon mal drüber unterhalten hat. Also, dass man da mit einer älteren Version runnt. Ich glaube, das war bislang noch nicht so in Diskussion da. Also, ich bin auch viel in der Crash Bandicoot Community, kriege sehr, sehr viel mit. Mhm. Aber das habe ich, glaube ich, noch nicht mitbekommen. Okay. Dann kann man ja vielleicht mal drüber nachdenken. Ja, genau. Ich weiß auch gar nicht, wie das funktioniert, so mit Steam und sowas zusammen. Ah, nee, gar nicht. Das war ja über Battle.net ist das ja. Das so, Spiel. Oh, okay. Genau, und da wird es, glaube ich, ein bisschen schwierig. Okay, das weiß ich jetzt gar nicht, tatsächlich. Aber wahrscheinlich wird auch das irgendwie gehen, ganz sicher. Ja, ich denke mal. Zur Not werden irgendwann PCs verkauft, auf denen eine alte Version installiert ist und die dann für, keine Ahnung, 3000 Euro oder so weg. Ich hoffe mal nicht, dass jemand das wirklich macht. Nee, ich glaube, so groß ist die Community dann auch nicht, dass es sich lohnt, so weit so einen Computer zu haben. Ja,
Er hat es nicht. Also, hm? Ich wollte gerade das von Hogisch aus dem Chat vorlesen, aber ich glaube, das war auf was ganz anderes bezogen. Ich lese mal erstmal so ein bisschen den Chatverlauf durch und wenn es dann für den Run hier wichtig ist, dann kann ich es immer noch vorlesen. Okay. Aber Kusswort fragt gerade, ist das mit dem Erstlight so intended? Mit dem Erstlight? Achso, ja, also du kannst, das ist das Coole an diesem Slide-Spin bei Crash Bandicoot 4, du kannst sehr, sehr weit damit in die Luft noch kommen und dann noch irgendwie einen Double-Jump machen. Also du kannst sehr, sehr weit fliegen damit. Mhm. Und viele Sections damit auch skippen, was ziemlich nützlich sein kann, ja. Okay. Ja, das ist genau das ist dieser Bug, den ich versucht habe zu lernen und den nutzt er hier jetzt. Ja, das ist sehr, sehr schwer. Du fällst da sehr schnell aus der Map raus und der könnte gepatcht werden. Soweit ich weiß, auf der PlayStation 4 ist der auch schon gepatcht. Okay. Salt hat auch noch gefragt, ist dieses Slide Spin so eine Art Infinity Jump oder fällt man irgendwann runter? Man fällt runter. Also nach dem ersten Slide-Spin kannst du runterfallen, aber du, wenn du es richtig timest, dann kannst du halt zum Beispiel einfach über Abgründe rüber sliden oder was weiß ich. Mhm, okay. Genau. Aber du kannst es nicht noch ein zweites Mal direkt hintereinander in der Luft machen. Okay. Ich denke mal, damit ist die Frage beantwortet, Salty. Ansonsten einfach nochmal fragen. Also generell, wenn ihr Fragen habt, einfach die Fragen stellen. Wir haben hier einen Experten mit an Bord, der kann es dann sicherlich sehr gut beantworten. Übrigens, diese Level habe ich in den Original-Crash Bandicoot-Spielen immer gehasst, wo man so auf die Kamera zurennt und ja, davor irgendwas wegrennen muss halt. Es ist auch aktuell noch. Es ist, also das tatsächlich, dieser Teil hier ist sehr, sehr einfach, muss ich dazu sagen. Aber bei zum Beispiel der Endzeit-Trilogie, da ist es sehr schwer teilweise. Da gibt es dann noch Methoden, womit du noch ein ganzes Stück schneller bist. Und dann weißt du nicht, wo die Abgründe kommen. Also du musst zum Beispiel wissen, auswendig wissen, wo sind die Abgründe. Sonst slidest du da komplett rein. Und das kann sehr viel Zeitverlust haben. Und also wenn ich dann ein so ein Level durch habe, dann dreht sich auch bei mir alles rum hier. Das ist echt Wahnsinn. So, da kam auch gerade die Frage von, auch von Salty, wie viele Runner es aktiv gibt. Ich meine, ich sehe schon, es sind eine ganze Menge. Allein in der Kategorie, die wir hier sehen, sind es 26 verschiedene Runner. Hast du so ungefähr einen Überblick, wie viele es insgesamt sind, auf die verschiedenen Kategorien aufgeteilt? Boah, das kann ich gar nicht wirklich sagen. Ich kann mal einmal kurz in den Discord gucken, wie viel da so drin sind. Ich glaube, da haben die auch die Runner alle markiert. Die sind da nämlich recht aktiv. Wo ist der denn? Da. Also hier sind jetzt 82 Runner markiert auf alle Kategorien gerade. Oh, das ist ja schon eine ganze Menge. Aber das werden wahrscheinlich auch nicht alle sein. Das sind ja auch nicht immer alle da irgendwo aktiv in den Discords oder was weiß ich, ne? Mhm, eben. Aber tatsächlich gibt es in der PS4 oder Xbox One Version sogar noch ein paar mehr Runner. Da sind es 53. Wird natürlich auch ein paar Überschneidungen mit der PC-Version geben. Also Leute, die halt beide Versionen runnen. Aber ja. Also mindestens 53 gibt es laut Leaderboard. Und wenn du sagst, Dings hier, im Discord sind es wie viel? 83 hat es gesagt, glaube ich, ne? Ja, 83, also auf alle Kategorien verteilt, auch mit Insane-Trilogie. Mhm. Nur Crash Bandicoot, das kann ich hier, glaube ich, gerade gar nicht unterteilen. Crash Bandicoot 4. Ja. Mal gucken. Nee, das kann man hier gerade nicht so unterteilen. Achso. Oder was sind ja mindestens 53? Weil das ja, genau. Das Leaderboard ist. Also schon eine durchaus ernstzunehmende Community von der Größe her. Ja, sind sehr viele auch nette Leute bei. Ich habe mit sehr vielen schon Kontakt da gehabt. Das ist total witzig. Aber das ist immer cool, wenn die Community auch so nett ist und sich gegenseitig hilft, was ja eigentlich selbstverständlich sein sollte, genau. Aber leider nicht immer ist. Ja, ich habe zum Beispiel viel mit einem zu tun. Er ist Platz 3, glaube ich, gerade weltweit in Crash Bandicoot 2, die Endzeit-Trilogie in AnyPersent. Mit dem habe ich sehr, sehr viel zu tun und ich glaube, der Platz 1 von Endzeit-Trilogie, Crash Bandicoot 1, mit dem habe ich auch ab und zu was gemacht. Haben wir so kleine Challenges gemacht, wie
Maus und Keyboard Run auf Crash Bandicoot 2 und sowas. Mhm. Das war immer ganz witzig. Okay, das klingt auf alle Fälle sehr interessant. Ja, man kann sich auf jeden Fall sehr gut mit denen unterhalten. So, die Estimate ist ja jetzt, oder liegt ja jetzt bei 1,35. Was würdest du schätzen, wie lange er brauchen wird, wenn der Run so einigermaßen stabil läuft? Also 1,35 brauchte er nur? Also ist zumindest die Estimate, die angegeben wurde. Ach so, oh, dann habe ich das falsch gesehen. Dann ist er tatsächlich sogar, ich glaube, 10 Minuten schneller als ich. Oh. Wenn es richtig gut laufen würde, also nicht mit den Toten und so, ich glaube, dann wäre er doch nochmal 5 Minuten schneller. Also könnte er 5 Minuten rausholen. Okay. Ja, 1,23,59 ist er sein Weltrekord, also mit Ladezeiten. Boah. Wir haben ja hier auch mit Ladezeiten, deswegen lässt sich das damit immer mal am besten vergleichen. Ja. Ist, glaube ich, schon eine Ansage, die Zeit, ne? Auf jeden Fall. Es ist sehr, sehr schwer. Mhm. Meine ersten Runs haben, glaube ich, 2,5 Stunden Gebrauch erst. Mhm. Ja gut, aber ist ja auch schon eine gute Zeit für einen Anfang. Ja, auf jeden Fall. Genau. Werden immer noch häufig neue Skips und Bugs gefunden. Gibt es da eigene Leute auf dem Discord, die nur nach sowas suchen den ganzen Tag? Ich muss gerade überlegen, also aktuell kommen da nicht mehr viele Skips und Bugs zustande, weil das ist gerade erstmal schon recht, sag ich mal, ausgelutscht. Mhm. Und aber klar, irgendwo kommt immer wieder mal was, ne? Eben. Irgendwas findet man dann zufällig immer. Ich denke mal nicht, dass es jetzt in dem speziellen Fall Leute gibt, die wirklich den ganzen Tag danach suchen, so wie es jetzt im Chat auch beschrieben wurde. Weil ich glaube, das ist dann mehr so ja, zufällig oder einfach mal Sachen ausprobieren. Ja, genau. Obwohl, ich könnte mir schon vorstellen, dass so mal so ein, zwei Leute bei sind, weil paar Leute, die ich da kenne, die sind sehr, sag ich mal, von diesem Spiel auch besessen schon. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass sie das ein oder andere die ganze Zeit mal austesten. Mhm, okay. Von oder aus welchem Jahr ist eigentlich die PS4-Version von dem Spiel? Ich glaube, die kam auch erst letztes Jahr. Ah, okay. War genau. Auch noch nicht allzu alt. Da gab es auch erstmal PS4 und Xbox One natürlich. Ja, genau. Da gab es auch erstmal am Anfang einen riesen Shitstorm, weil die Steuerung so anders zu der Endzeit-Trilogie war dann. Mhm. Da waren die erstmal alle sehr irritiert davon. Oder hatte man sich über die Insane-Trilogy nicht auch eine ganze Weile aufgeregt, oder habe ich das jetzt nur falsch im Kopf? Es ist, man muss dazu sagen, es ist immer noch ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Immer wieder, wenn ich Leute sehe, die das Spiel anfangen, das erinnert mich an damals, wo ich das erstmal gespielt habe. und es gibt sehr, sehr viele Bugs auch da, also die den ganzen Run versauen können. Das ist eher so das Hauptsächliche, was mit diesen Bugs da passiert. Ja, aber sonst ist es eigentlich, ich finde es eigentlich die Trilogie schöne Spiele zum Speedrun. Okay. Wir haben ja auch öfter mal irgendwelche Vertreter der Trilogie, weiß ich, bei irgendwelchen kleinen Events. Und ja, das sagt ja auch schon vieles darüber aus, dass die ganze Trilogie halt auch gerne gerannt wird. Ja, vor allem auch die klassischen Spiele auf PlayStation 1 sehr gerne. Ja, genau. Meins war es leider nie so ganz, also generell die Crash Bandicoot-Reihe. Weil, ja, ich weiß nicht, ich bin damals einfach nicht so wirklich da rangekommen. Das hat mich auch nie so wirklich gereizt. Oh. Gibt auch vieles, was einige Leute mögen dann mehr Spyro oder haben beides zum Beispiel nicht mitbekommen. Es ist halt, es gibt viele Spiele und dass man das ein oder andere dann auch mal nicht mag, ist ja auch okay. Eben. Ich bin damals halt mehr, also was heißt denn mehr, ich bin eigentlich fast nur noch Rollenspieler gewesen zu der Zeit. Ach so, also zur PlayStation-Ära. Ja, da waren es dann so Sachen wie Suikoden oder halt die Breath of Fire-Teile. Sowas halt. Und Final Fantasy natürlich. Dieses Wasserboard habe ich mal gehasst im Spiel, schreibt Oolong gerade. Geht's dir da genauso? In diesem Spiel mag ich es überhaupt nicht. Also in der Trilogie ist das ein bisschen cooler. Okay.
Es ist halt, die Steuerung ist sehr schwer. Damals waren die Hitboxen noch schwierig, also dass du die Boxen dann auch einsammelst, ist sehr wichtig für zum Beispiel 100% die ganzen Boxen einzusammeln. Mhm. Und es ist echt sehr ätzend in einigen Stellen, wenn du dann dieses Jetski da hast und du triffst die ganze Zeit nicht und kannst nicht mal mehr umdrehen oder so. Ach so, ja, stimmt. Das ärgert sehr, ja. Vor allem für den Speedrun. Ja. Das macht richtig. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das sehe ich das erste Mal. Okay. Und ich weiß nicht, was passiert gerade. Ich habe gerade in den Chat geguckt. Ich habe das nicht mal mitbekommen jetzt, leider. Was genau, oder was ungefähr ist da passiert? Du hast ja gesagt, er ist irgendwie, hat sich von der Kanone treffen lassen. Okay. Und jetzt läuft er einfach gerade übers Wasser. Das oh. Das habe ich noch nie gesehen. Wahnsinn. Aber er scheint selber davon nicht überrascht gewesen zu sein, ne? Nee, absolut nicht. Muss es irgendwas sein, was man jetzt gerade gefunden hat oder zumindest vor kurzem gefunden hat? Ja, das glaube ich auch, aber ich habe das noch nie gesehen. So. Ich habe es immer mal zwischendurch angeguckt. Mhm. Na, Wahnsinn. Da muss ich mal nachgucken. Sieht ganz lustig aus und gar nicht mal so schwer. Wo? Weil vielleicht hat er sich das tatsächlich sogar für dieses Event aufgehoben. Hat er vielleicht, ja, weiß ich, cool, zwei Wochen vorher gefunden. Ja. Und ist ja normalerweise nicht so gern gesehen, wenn irgendein Speedrunner was rausfindet, aber das dann für sich behält. Ja. Aber in dem Rahmen kann ich es dann verstehen, wenn man das dann bei so einem GDQ zum Beispiel groß präsentieren möchte. Ja, doch, hätte ich dann auch so gemacht. Das wäre bestimmt ganz cool. Eben. Der Effekt. Einfach mal einen Boss geskippt, genau. Ja, stimmt, dieser, das mit dem Jet, ja, noch ein Boss. Da gibt es auch, dieser Boss nennt sich Luis und da gibt es auch noch einen Luis-Skip und der ist auch abgefahren. Da musst du dann, ich glaube, gegen diesen Boss fahren und dann die ganze Zeit abwechselnd Pause, nicht Pause, Pause und Pause und dann ist der irgendwie einfach kaputt irgendwann. Wow, okay. Also ich hab's noch nicht wirklich durchblickt, wie das funktioniert. Es sah mir ein bisschen zu crazy aus erst, weil auch die Top-Runner sehr viel Schwierigkeiten damit hatten. Mhm. Aber der fällt ja natürlich dann weg, wenn man das mit diesem Jetski so macht, was der vorhin gemacht hat. Genau. Ja, stimmt. Irgendwoher müssen ja diese 10 Minuten Vorsprung zu dir kommen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, dann werden wir den einen Skip auch gleich noch sehen, den ich sehr gerne mag. Da kannst du dann auch noch einfach übers Wasser laufen. Oh, okay. Und der ist sehr, sehr einfach sogar. Im Q-Spot hatte jetzt vor einer kleinen Weile auch schon eine interessante Frage gestellt. Hast du die Crash-Spiele platiniert? Platiniert? Also alle Achievements. Ah, nee, das Trophäen. Auf keinen Fall. Nee. Okay. Also so viel spiele ich es tatsächlich gar nicht. Immer mal wieder zwischendurch wegen den anderen Runnern. Die stupsen mich immer so an, ey, spiel doch auch mal ein bisschen. Ist dann auch immer ganz cool. Mhm. Aber hauptsächlich mache ich eigentlich tatsächlich mehr so Art-Streams, bisschen designe mehr meinen Stream und auch mehr Pokémon-Content. Ah, okay. Genau. Und Art-Streams, wenn ich fragen darf, hat zwar jetzt mit dem Run nichts zu tun, aber da werde ich immer so ein bisschen hellhörig. Was machst du da, wenn du darüber reden willst? Tatsächlich momentan nicht ganz so viel im Stream, mehr außerhalb, weil ich auch für ein Jahr Special gerade was mache. Aber ich mache viel mit Emote-Design, also so eigentlich Twitch-Layouts und sowas auch. Ah, oh, das klingt ganz gut. Gern. Ja, Animationen kann ich auch, sowas wie Sub-Animationen recht gut mittlerweile. Oh, okay. Auch professionell, also gegen Bezahlung für andere dann erstellen? Ja, also ich nehme dann hier und da auch was, genau. Okay. Das heißt, wenn ihr ein Layout sucht, ne, wisst ihr jetzt, an wen ihr euch wenden könnt. Direkt mal ein bisschen Werbung gemacht. Danke. Ja, da merkt man schon, der hat das schon einige Male häufiger als ich gemacht. Der rutscht da so durch. Ja gut, aber ich meine, jeder fängt ja auch im Speedrun mal klein an. Und wenn du halt einfach nicht die, ich sag jetzt einfach mal, nicht die Zeit dazu hast, das wirklich, weiß ich, jeden Tag zu speedrunnen, dann ist es ja normal, dass er dann besser ist, einfach weil er mehr Übungen, ja, mehr Erfahrung natürlich hat.
Mal abgesehen davon wirst du halt immer noch eine deutlich bessere Zeit haben als so der Mai oder ja, als die meisten Casual-Spieler. Ja. Ja, eigentlich als alle Casual-Spieler. Ja, mich wundert das echt, dass ich auch recht schnell eigentlich immer auf gute Zeiten komme. Mhm. Genauso war das bei der Trilogie. Hab da eigentlich recht gute Scores. Was ich mal ausprobiert hatte, war auch Super Mario Odyssey. Oh. Das fand ich recht interessant, weil es auch so ein 3D-Game ist, das mal auszuprobieren, aber da habe ich bislang nicht viel weiter als die ersten vier Welten geübt. Okay. Aber der Speedrun hat ja auch eine ganze Menge Fans. Also ja, innerhalb unserer Community und allgemein halt. Genau. Ja, mal gucken, vielleicht irgendwann, wenn man mehr Zeit hat, würde ich mir das dann nochmal aneignen. Ich glaube, Odyssey ist ja auch hier im Skate mit drin. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ich weiß jetzt gerade gar nicht genau. Ich kann noch mal kurz gucken. Vielleicht finde ich da gerade was. Okay. Ja, Super Mario Odyssey. Das war gestern. Ach so, war gestern sogar schon. Okay. Genau. Es war wohl in der Zeit, in der ich dann ein bisschen genau, 2 Uhr morgens. Habe. Oh ja. Nee, da hatte ich tatsächlich geschlafen diesmal. Das ist auch fair. Vini braucht für seinen Stream noch ein Hot Pink Overlay für Twitch. Nein, brauche ich nicht. Hab ich doch schon. Hört sich interessant an. Also ein Running Gag. Ah, okay. Im Hot Pink. Die haben auch während eines Streams von mir auf German zumindest, das über einen Server lief, da hatten die dann ja auch Kontrolle über Overlay und so, haben sie einfach mal ganz heimlich das Overlay gewechselt. In Hot Pink, ohne dass ich es mitbekommen habe. Danke nochmal dafür, Private. Hot Pink. Hot Pink, ja. Das sah bestimmt gut aus. Ja, ich mag Hot Pink so als Akzentfarbe. Ja. Ich würde mir jetzt kein T-Shirt damit anziehen oder so, aber so als Halstuch halt in erster Linie. Das finde ich cool irgendwie. Aber einige Leute machen sich darüber lustig. Ich kann gar nicht verstehen, warum. Nö. Ich bin für solche Ansichten sowieso offen, also ich würde mich nicht drüber lustig machen. Ich würde wahrscheinlich auch so abgefahrene Sachen teilweise machen. Wahnsinn, wie er dadurch flitzt, ey. Es ist. Ich habe so viele Skips noch selber noch gar nicht gesehen, ey. Ich selber kann es halt immer nicht so hundertprozentig abschätzen, wie beeindruckend das jetzt ist gerade, weil ich halt viele der Spielmechaniken, oder zumindest der Feinheiten, nicht so wirklich kenne. Ja. Aber für jemanden, der das halt selber runnt, der hat da ja nochmal ein ganz anderes Auge für. Das stimmt schon. Ja, vor allem diese Wall-Skips sind sehr, sehr schwer in diesem Spiel. Mhm. Den ich auch vorhin schon am Anfang meinte, da habe ich auch schon 2 Stunden rumgeübt und habe ich nicht einmal komplett hingekriegt in der Zeit. Okay. Mhm. Und ja, die sind schon teilweise echt schwer. Das glaube ich. Einfach in den Hintergrund fliegen und das Level wenden. Ja, das ist einer, den finde ich auch ziemlich witzig, diesen Skip. Das ist eigentlich auch nicht normal. Diese Maske, die er benutzt hat, womit er sich so drehen konnte. Er hat, glaube ich, ein Punkt hat er übersprungen, wo die Maske eigentlich zurückgegeben wird. Also ein Teil der Karte. Und dementsprechend konnte er bis zum Ende diese Maske benutzen. Und einfach zum Ziel rüberfliegen. Okay. Aber danach hat er sie dann automatisch verloren, denke ich mal, ne? Ja, genau, wenn Level ist eh vorbei und dann hat er die nicht mehr, genau. Wäre natürlich cool, wenn man sie für den nächsten Level dann auch noch benutzen könnte. Ja, genau. Aber dafür gibt es dann auch noch ein paar einfachere Bugs. Es gibt noch diese Gravitationsmaske. Mhm. Also, wo du dann Gravitation nach oben und unten wechseln kannst. Und da kannst du das dann auch skippen. Also diesen Punkt, wo du diese Maske wieder zurückgibst. Und dann kannst du einfach durch die ganze Map schon durchfliegen. Da kommen wir gleich wahrscheinlich noch zu. Okay. Das sieht jetzt irgendwie nach Bossgegner aus hier. Ja, genau, das ist ein Bossfight. Im Prinzip ein klassischer neu gemacht. Es gab es schon in Crash Bandicoot 1, musste man denselben Boss schon mal fighten. Oh, okay. Und der wurde jetzt einfach nochmal fett überarbeitet. Also sowas finde ich mal cool, wenn dann, ich sag mal, so eine Hommage an irgendeinen früheren Boss oder generell an irgendwas aus einem früheren Teil da noch mit reinkommt. Ja, genau. Das fand ich auch ganz cool wiederzusehen. Ja.
Aber an diesem Punkt ist zum Beispiel Inverted jetzt freigeschaltet. Das heißt, du kannst alle Level nochmal machen in einem speziellen Modus, dass bei, ich glaube, die sind alle gespiegelt. Bei dem einen Level ist das so, als würdest du durch Wasser laufen, also alles ganz langsam. Also in der einen Welt, in der anderen Welt ist alles schwarz-weiß, es ist immer unterschiedlich. Und das ist das, was das halt so schwer macht, auf 106% durchzuspielen. Ah, okay. Weil da kannst du dann nämlich nochmal genauso viele Sachen sammeln wie bei den normalen Leveln. Das erinnert mich ein bisschen an, oh Gott, wie hieß denn das Spiel, was Tiger auch mal in der 12-Stunden-Challenge gemacht hatte. Mit den Bienen. Irgendwas mit Bienen, ja. Ich komme gerade nicht auf den Namen, aber das weiß jemand im Chat bestimmt. Aber da gab es halt auch für die einzelnen Level so eine Gimmicks, die man freischalten konnte. Dann hatte man halt dasselbe Level, aber mit irgendeiner Besonderheit dann noch. Ach so, ja. Ja, im Impossible Layer. Irgendwas mit Impossible Layer. Yooka-Laylee okay. Der Impossible Layer, genau das. Ah, okay, habe ich tatsächlich nie gespielt. Okay. Daran hatte mich das gerade erinnert, was du erzählt hast. Deswegen. Ah, okay. Hier finde ich in dieser Karte sehr schön, da findet man sehr viele Sachen wieder von alten Crash Bandicoot-Teilen. Ripperoo, den Boss, der springt zwischendurch im Hintergrund rum. Okay. Oder auch zum Beispiel Spyro, einen riesen Spyro-Ballon sieht man im Hintergrund zwischendurch. So ganz viele Kleinigkeiten, ganz lustig. Bestimmt viele Sachen auch dabei, die man beim ersten Mal spielen komplett übersehen hat dann. Also ja, so kleine Easter Eggs findet, und dergleichen. Genau, man findet immer wieder Sachen. Aber das ist halt in diesem Spiel ist sehr, sehr viel Detail, was ich sehr schön finde. Es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel, um durchzuspielen. Okay. Ja, vielleicht setze ich mich auch mal ran bei Gelegenheit. Ich habe zwar noch eine lange, lange Liste an Spielen, die ich irgendwie noch mal abarbeiten muss, aber also die meisten sind relativ kurz oder so. Ich muss dazu gestehen, ich habe noch nicht mal 100% fertig. Oh, ich bin okay. Vielleicht gerade mal bei 70%. Und auch ich habe schon sehr viele Stunden da drin, aber weiß ich nicht, dann war das Any Percent Laufen war dann doch ein bisschen interessanter für mich. Na okay. Ja gut, ich meine, im Endeffekt sollte man ja auch das genau das spielen, was einem am meisten Spaß macht. Ja, nicht genau. Einfach nur aus Zwang dann, weil sich die 100% voll machen. Und Blackie erinnert das irgendwie an einen Rayman-Level. Oder generell an Rayman, das Level hier. Ja, es kann gut sein. So. Ja, stimmt, so auf diesem Rail und so ein Kram, so dass man darauf rumslidet. Solche Sachen. Und da war ja bei Rayman Legends, gab es ja auch diese Musikkarten. Da musstest du zu dem Takt dann irgendwelche Gegner umhauen und durch das Level laufen. Und das könnte vielleicht auch das mit beinhalten. Ah, stimmt. Und daran erinnert. Also ich erinnere mich dunkel daran, dass es da sowas gab. Rayman ist genauso wie Crash Bandicoot oder weiß ich, Spyro zum Beispiel. Das sind halt alles so Serien, an die ich damals nie so, oder mit denen ich mich damals zumindest nie wirklich befasst habe. Und heute fehlt mir halt so dieses nostalgische Gefühl dabei. Deswegen reizt es mich jetzt auch nicht so extrem. Dafür hast du aber dann wahrscheinlich wieder andere. Genau. Aber das heißt ja nicht, dass man sich da nicht trotzdem mal ransetzen kann, einfach mal ausprobieren kann. Genau. Hier, einer der coolsten Charaktere, finde ich. Dingo Dang. Okay. Also mit ihm macht es sehr viel Spaß zu spielen. Steuert er sich denn irgendwie anders? Ja, also alle Charaktere steuern sich irgendwie anders. Der Charakter, den keiner so gerne spielen mag, ist Cortex. Okay. Es ist sehr schwer zu spielen. Das Aiming ist schwierig und auch der Dash kann manchmal nach hinten losgehen. Und ja, das ist es eigentlich. Aber Dingo da ist eigentlich recht cool, sehr einfach auch zu steuern. Und ja. Okay. Wärst du dein Lieblingscharakter im Spiel? In dem Spiel tatsächlich Dingodile. Und danach würde ich halt einfach sagen, Coco. Okay. Also Coco, ich weiß nicht, ob du das soweit weißt, ist der andere Charakter, den du dann spielen kannst, anstelle von Crash.
Ah, okay. Ich hätte mir jetzt den Namen erstmal gemerkt, also ich hätte ihn jetzt so nicht gekannt. Ja. Ich hätte den Namen mal im Hinterkopf behalten und dann, wenn wir ihn irgendwie mal spielen, hätte ich dann wieder dran gedacht. Okay. Dann hätte ich gewusst, ach, den meinte er vorhin. Was schön wird, die Gegner springen. Sowas mag ich auch mal in Spielen. Ja. Von Gegner zu Gegner hüpfen. Und man bekommt mit ihm die besten Skips hin, sehe ich gerade. Ja, ja, das kann gut sein. Das habe ich tatsächlich so viele Skips noch gar nicht mit dem ausprobiert. Weil es gibt so unglaublich viele Skips in diesem Spiel. Mhm. Da kommt auch gleich der nächste Skip, den ich auch sehr gern mag, in dem nächsten Level. Der ist auch sehr, sehr einfach. Okay. Und ich bin mir sehr sicher, dass er auch diesen kann. Wenn er nicht schon wieder einen anderen nutzt. Ja gut, das kann natürlich auch sein, stimmt. Nee, aber ich sehe hier auch, allein beim Zugucken, so ich als Laie, erkenne halt trotzdem immer so ein paar Sachen, wo ich dann merke, okay, das ist so, glaube ich, nicht ganz beabsichtigt gewesen, aber es spart halt ein bisschen Zeit. Ist eine kleine Abkürzung. Oi, die was geht mit der Kamera, das sieht ja ekelhaft aus. Ja, und das war's. Boah, so schnell bin ich da auch noch nicht durchgelaufen. Okay. Ja, die Skips von ihm kannte ich halt alle tatsächlich gar nicht. Ja gut, aber ist ja für dich dann auch interessant, da mal ein paar Neuigkeiten noch oder neue Sachen noch zu sehen, ne? Auf jeden Fall. Run it by you. Gibt es für dich irgendwie so ein, also Speedrun-technisch jetzt, oder auch Casual-technisch, so ein Hass-Level in dem Spiel? In diesem Spiel auf jeden Fall, warte, wie nennt sich das? Jetboard Jedi nennt sich das? Das ist das, wo vorhin der ganze Boss geskippt wurde. Ach so. Ich mag es nicht mit diesem Jetski da zwischen den Kanonen und all das. Es ist sehr schwer. Das gilt für ein Speedrun und für Casual-Spielen, denke ich mal, ne? Ja, beides, genau. Und ansonsten die Cortex-Level, dieser Charakter, dieser Hass-Charakter, von dem ich vorhin erzählt habe, sind auch nicht gerade meine Lieblings-Level, so. Okay. Und Denson, vielen Dank für deinen Resub. Und hallo. und so dein Lieblingslevel? Gibt's da irgendeins? Also auch wieder Casual und Speedrun technisch? Lieblingslevel könnte vielleicht sogar dieses sein. Oh. Weil dieser Skip halt auch so einfach ist. Also alle Skips hier, es ist recht einfach und ist ein schönes Level irgendwie, finde ich. Mhm. Also ich finde so rein vom Zusehen jetzt, ich kann ja spielerisch da nicht mitreden, aber rein vom Zusehen sieht es auch ziemlich entspannt aus irgendwie, das Level. Ja, auf jeden Fall. Gefällt mir. Und hier kommt jetzt dieser Skip, den ich meine, denke ich mal. Ja, da ist er. Da springst du einmal in die Wand rein, läufst nach hinten und dann kannst du komplett übers Wasser laufen. Einfach nach rechts durch. Ganz einfach. Machst du ein, zwei Mal und dann hast du es raus. Da kann jetzt auch in dem Sinne nichts mehr passieren. Also, dass er, wenn er jetzt stehen bleiben würde, dass er dann ins Wasser fällt oder so? Du kannst ein Stück zu weit nach hinten und ein Stück zu weit nach vorne. Wenn du ein Stück zu weit nach vorne plumpst ins Wasser, bist du tot. Zu weit nach hinten fällst du aus der Map raus. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Na, okay. Ah, und dann bist du hier und los geht's. Aber hier siehst du dann zum Beispiel wegen diesem Skip nicht die Kisten. Da siehst du keine Bomben, keine Kisten. Ach so. Das kommt jetzt erst alles. Ah, okay. Das macht es ein bisschen schwer, wenn du dann keine Maske hast. Die Masken sind dafür da, dass du zum Beispiel einen Hit kriegen kannst, ohne zu sterben. Wenn du keine hast, dann kannst du schon mal in die Hose gehen und dann bist du ziemlich weit hinten wieder. Ja gut, das will man im Speedrun natürlich nicht, ne? Nee, meistens hat man da aber sowieso eine Maske, von daher. Ach so, ja gut. Gab es denn bei dir mal irgendeinen Run, der dann auch so eine richtig ärgerliche Weise gerippt ist, also der dann irgendwie den du, weiß ich, abbrechen musstest oder wo du dir eine PB versaut hast? ja, das war zum Beispiel bei der Ancient-Trilogie tatsächlich einer von diesen Bugs, die dir den Run versauen können. Und das war der Endboss. Der Endboss war einfach weg. Der war gar nicht da. Oh, das ist ärgerlich. Es hat aber einen herrlichen Clip hinterlassen. Es war ziemlich lustig. Also. So letztlich ist das nicht so. Oh mein Gott, was macht ihr denn da? Ich habe mich auch gerade gewundert.
Wow. Kann man hier irgendwie die Zeit einfrieren in dem Level? Das also das aus, ist die Maske. Das immer wieder spammt. Hm? Genau, er friert die Zeit ein und ich denke mal, er spammt es einfach so, macht er ein paar Sprünge dadurch. Damals habe ich das schon mal herausgefunden, dass du so einen kleinen Sprung machst, aber irgendwie macht er hier riesige Sprünge. Und ich habe keine Ahnung, ob das jetzt neu ist so, wegen irgendwelchen Patches. Ich weiß es leider nicht. Na gut, ich meine, vielleicht, wenn das Spiel dann beim nächsten Mal gezeigt wird, vielleicht weiß es dann ja. Jetzt hast du es zumindest mal gesehen. Also ja, genau. Ich persönlich wäre zumindest jetzt neugierig und würde dann im Nachhinein nochmal gucken. Ja, da bin ich bin echt drauf und dran, direkt nach diesem Kommentieren hier heute einmal nachzugucken, wie hat er das gemacht. Gut, dann trage ich dich schon mal für nächste Woche ein, dann zeigst du hier den Run auf dem Kanal, ne? Nein, das war ein Scherz. Ich meine, kannst du gerne machen, wenn du möchtest, aber fühle dich dazu nicht gezwungen. Ist nächste Woche wieder ein Run dabei, oder wie? Nee, aber nächste Woche ist das Event vorbei. Da haben wir dann Zeit, um selber wieder was auf dem Kanal zu zeigen. Deswegen. Ach so. Ja, aber muss ich erstmal sowieso gucken. Bin jetzt das ganze ab morgen bin ich erstmal gar nicht mehr da. Oh, Urlaub oder was? Ja, genau, dann bin ich erstmal im Urlaub. Ah, dann genieß den mal. Also das sage ich jetzt schon mal, ne, auch wenn es noch ein bisschen früh ist. Ja, alles gut. Nie zu früh für Urlaub. Ja gut, das stimmt. Und ob zu große Sprünge normal sind, weiß ich nicht. Achso, ist gewollt im Spiel, schreibt Asterek. Aber ob so große Sprünge normal sind, weiß Asterek halt nicht. Genau. Achso, ja. Also die eigentliche Funktion, das hattest du ja auch gesagt, das kam ja auch durch die Maske wieder. Genau, es ist einfach nur das Zeit einfrieren. Genau. Aber irgendwie wird das hier halt auf eine, sagen wir mal, sehr interessante Art und Weise genutzt. Auf jeden Fall. Habe ich so eine... Oh mein Gott, das sieht ziemlich witzig aus. Die Kamera kommt gar nicht hinterher. Wow. Und Dirge, ich werde niemals einen Weltrekord in Sonic haben. Sonic? Also Sonic Master System. Da bin ich tatsächlich viel zu schlecht. Oder nein, ich sag's anders. Die Leute, die da ganz oben mitspielen, die sind einfach abartig gut. Ist auch ein älteres Spiel, glaube ich, ne? Oh, ja, doch. 30 Jahre jetzt alt? Nee. Ja. Okay. Doch, 30 Jahre alt, klar. Ja, Wahnsinn. Ja, da habe ich aber, das ist auch dann irgendwie fair, weil das Spiel existiert sehr lange, dementsprechend sind auch schon Runner sehr, sehr lange dabei, ne? Genau. Einige. Ist bei mir halt, das ist so mein Speedrun-Spiel Nummer 1, wenn man so will. Ja. Das erste, das ich wirklich offiziell gespeedrunnt habe und das eine Spiel, das ich seitdem auch immer wieder speedrunne, durchgehend. Ah, okay. Ja, bei mir kam es auch mit Crash Bandicoot. Seit letztem Jahr habe ich damit angefangen. Vorher habe ich noch nie einen Speedrun angerührt, tatsächlich. Okay. Da aber war ich einfach nur... So. Bitte? Nee, red erst mal zu Ende. Ich frag mal. Okay. Da war ich gerade einfach mal Crash Bandicoot 3 am Durchspielen. Und da kam irgendwann jemand, und der sehr, sehr viel auch Speedruns macht, Crash Bandicoot 2. Mhm. Er ist mittlerweile sogar mein Moderator. Oh, cool. Und hab mich irgendwie dazu gebracht, auch mal so ein bisschen ausprobieren, die Speedruns zu machen. Seitdem mache ich das immer mal zwischendurch. Jo. Stupsig hatte jetzt gerade gefragt, was hat er gerade im Menü gemacht? Im Menü, ich denke mal, das war auf der Karte, ne? Richtig? Ich weiß. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was gemeint ist. Ich denke mal auch auf der Karte. Also Menü habe ich so hier nicht gesehen. Gibt's ja, glaube ich, auch nicht, ne, in dem Spiel. Also du kannst, was ich dazu auf jeden Fall erklären kann, du kannst das skippen, du läufst ja von Level zu Level auf der Karte. Mhm. So, und das kannst du skippen, indem du einfach in dein Menü gehst und direkt das Level auswählst. Und das wird wahrscheinlich das sein, was er auch meinte. Okay. Black Thunder hatte ergänzt, er hat FPS geändert und zurückgeändert. Warum? Keine Ahnung. Ich denke mal, durch die FPS, also durch die reduzierten FPS dann, war da halt irgendein bestimmter Skip möglich. Ja, das kann gut sein. Das habe ich tatsächlich leider auch nicht mitgeschnitten gerade. Mhm. Das war, glaube ich, auch eine Sache, wie du mit diesem Louis-Skip, den ich vorhin erzählt hatte, wo du den Boss damit so schnell erledigen kannst. Das war, glaube ich, auch irgendwie, dass du da andauernd irgendwas umstellst im Menü und dann wieder weg. Okay. Ist aber so ein bisschen RNG, ob du es hinkriegst oder nicht.
Das gibt es tatsächlich in mehreren Spielen. Also ich denke da jetzt gerade an Resident Evil 7. Da gibt es auch so ein paar Stellen, wo man die FPS bewusst runterdreht, damit man, weiß ich, mit der Kreissäge zum Beispiel mehr Schaden macht. Ah, okay. Und dann stellt man sie direkt danach wieder hoch und hat unterm Strich trotzdem noch Zeit gespart. Ah, okay. Beziehungsweise einige Sachen sind halt überhaupt erst möglich, wenn man die, also nur möglich, wenn man die FPS dann runterdreht oder hochdreht, meinetwegen auch. Weil normalerweise versucht man ja eh so hohe FPS wie möglich zu haben. Genau, bei der Ancient-Trilogie ist das genauso. Hier gibt es einen Bug, den du ausnutzen kannst, der nennt sich Hopslide. Dementsprechend wird da ein Frame ausgenutzt, wodurch du an Speed gewinnst mit Sliden und Spinnen die ganze Zeit. Und das musst du dann in einem Chain halten, also in einer Kette halten. Und so kannst du dann einfach durchs Level durch. Oh, cool. Genau. Ja, hier werden auch gerade ein paar Beispiele genannt für hohe oder niedrige FPS in anderen Spielen. Ja. Hat jetzt mit dem Run an sich natürlich nichts zu tun, aber trotzdem danke für die Beispiele. Ist ja auch mal interessant. Auf jeden Fall. Ach, in Code Vein zum Beispiel kriegt man auch 2 Skips nur mit hohen FPS hin. Ja, ist aber auch kein Novum für das Spiel. Wie gesagt, da gibt es eine ganze Menge Spiele, bei denen das so ist. Und meistens will man Speedruns ja sowieso mit hohen FPS haben, einfach weil man allein dadurch halt schon einiges an Zeit sparen kann. Ja, genau. Auch da wieder Resident Evil als Beispiel. Da, in dem Fall jetzt, weil ich es halt auch selber runne, Resident Evil HD Remaster, wenn man da auf unbegrenzte Frames stellt. Also bei mir hat es fast 5 Minuten gespart im Endeffekt. 5 Minuten, das ist echt. Das ist tatsächlich eine ganze Menge gewesen. Ja, das finde ich auch einen sehr nervigen Boss, muss ich sagen. Weil da passieren sehr viele Sachen gleichzeitig. Da habe ich auch das ein oder andere Mal schon mich aufgeregt. Das glaube ich. Im Endeffekt muss man den Dingern ausweichen und ihn dann treffen, ne? So ganz grob gesagt. Jetzt. Genau, diesen Roboter musst du einmal treffen, dann entweder draufspringen. Ich glaube, den anwirbeln kannst du auch. Weiß ich gerade gar nicht. Aber ich mache es immer mit dem Springen, da bin ich immer sicherer. Okay. Ja, und jetzt kommt gleich die letzte Phase und da passiert sehr, sehr viel auf einmal. Und das kann einen ziemlich irritieren. Dann sage ich vorher noch ganz kurz Hallo, Knetscher. Bevor ich dir dann jetzt ins Wort falle. Ach, alles gut. Oh ja, man sieht es aber gerade schon. Ja, genau. Und da dann wirklich auf alles fokussiert sein und gleichzeitig aber auch dem eigentlichen Gegner noch hinterher rennen, damit man ihn treffen kann, da stelle ich mir schon nicht so einfach vor. Ja, und das ist nämlich das Problem. Wenn du dann einmal das an dieser Stelle nicht geschafft hast, dann ist der ganze Cycle komplett anders nochmal. Und das nächste Mal, bis dieser Gegner kommt, womit du ihm das Leben da nehmen kannst, sag ich mal so jetzt, das dauert, glaube ich, sogar länger, als wie es eigentlich wäre dann. Ach so, okay. Ich habe gerade den Namen gelesen von dem Level Blast to the Past und ich wusste im Vorfeld schon, dass es irgendein Retro-Trip zu einem der allerersten Crash Bandicoots, wahrscheinlich das erste Level auch gleich, vermute ich jetzt mal. Also zumindest kenne ich es noch, dieses Level hier. Dieses Level? Also vom ungefähren Aufbau oder vom ungefähren Stil zumindest. Ja, das genau. Bin ich jetzt der Meinung, dass es im allerersten Crash Bandicoot schon vorkam. Im ersten vielleicht, obwohl erste, ich bin gerade überlegen, ob es da irgendwas gibt, was in diesem Stil war. Also beim dritten, da war so ein bisschen was mit Dinos und so. Das weiß ich noch. Aber im ersten, glaube ich, kam so jetzt nicht vor. Ach so, okay. Na gut, dann habe ich es vielleicht auch einfach falsch in Erinnerung, weil sie jetzt. Ach so, alles gut. Ja, genau, in diesem Spiel da. Ich weiß gar nicht, wie das war. Das war, denkst du, von Dimension zu Dimension, so war das genau. Ah, okay. Muss Masken sammeln, um die Gegner dann auszuschalten. Gimpy, dann schlaf gut. Und Kusswort, das Spiel gibt es seit 2021 auf dem PC. Steht unten rechts im Overlay auch mit drin. Also generell für die Leute, die sich mal fragen, wann ist das und das Spiel rausgekommen, wie alt ist dieses und jenes Spiel, einfach unten rechts im Overlay gucken.
Oder ich glaube, bei den 4:3 Layouts steht es beim GDQ auf der linken Seite. Da bin ich mir jetzt aber gerade nicht ganz sicher. Da kriegt man da echt schon wieder Lust, wieder ein paar Speedruns zu machen. Habe ich in letzter Zeit viel zu häufig schleifen lassen. Doppelkorn, ich glaube, daran lag es auch, diese Dschungeloptik. Ich glaube, die hatte mich an den ersten Teil jetzt erinnert. Ach, das, ja, stimmt, da gab es, ja, das kann gut sein. Dann fällt mir auch schon wieder was ein, hast recht. Das ist so ein bisschen kombiniert, so diese Dschungeloptik und das mit diesen Drachen, den Vulkan und so. Okay. Weil ich glaube, wenn ich so an Crash Bandicoot denke, dann denke ich auch immer an so eine Dschungeloptik. Ja. Wie gesagt, ich kenne mich in der Reihe nicht besonders gut aus. Ich glaube, ich habe tatsächlich auch nur den ersten mal so ein bisschen gespielt. Okay, Teil 2 und Teil 3 gar nicht. Teil 4 ganz offensichtlich auch nicht. Der ist ja jetzt noch nicht so alt. Ja. Aber ich glaube, Teil 1 hatte ich auf alle Fälle gespielt. Wenn auch nicht lange. Bei mir fing es mit dem zweiten Teil an. Hm. Den ersten habe ich bis zur Trilogie habe ich den ersten gar nicht gespielt. Und welcher ist deiner Meinung nach der beste Teil? Der beste Teil, ich mag Crash Bandicoot 2 sehr, sehr gerne. Klassik und auch die von der Trilogie. Mhm. Eigentlich finde ich von den Trilogien finde ich die sehr, sehr schön, die Teile. Die sind auch sehr schön zum Speedrun. Sind eigentlich alle ganz schön. Aber der zweite, der ist immer noch mein Favorit. Okay, das klingt doch gut. Und ja, wir haben gerade die $600,000 erreicht. Sehr schön. $600,000. Wenn man mal überlegt, wie lange geht's jetzt? Ja, sagen wir mal knapp 3 Tagen oder ein bisschen über 3 Tage jetzt. Da mal 600.000 zusammenkriegen, das ist schon eine Hausnummer. Auf jeden Fall. Und das ist ja noch lange nicht das Ende hier. Nee. Ich prognostiziere ja immer noch, dass es wieder mal 2,5 Millionen bis knapp 3 Millionen werden. Also mich würde es nicht überraschen, wenn sie die 3-Millionen-Marke wieder knacken. Wie lange geht das jetzt nochmal? Bis Sonntagvormittag oder Sonntagmorgen. Sonntagvormittag. Ja, Wahnsinn. Gerade so die letzten 24 Stunden, die hauen ja nochmal richtig rein. Muss ich nochmal reingucken, ob es da noch ein paar Spiele gibt, die mich auch interessieren. Oh, ja, klar, warum nicht? Wenn da irgendwas dabei ist, wo du gerne als Kommentator auch nochmal mit dabei sein möchtest. Dann ja, das wird ja aufgrund des Urlaubs wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber so, bei einem anderen Mal gerne. Stimmt. Daran habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Alles gut, kein Problem. Und hi, Alf. Ah, jetzt haben sie es im Mainstream auch gerade mitbekommen, dass sie die 600.000 geknackt haben. Und Sif. Ah ja, Sif geht ins Bett. Dann schlaf mal gut. Ciao, ciao. Oh, und dann sind wir jetzt hier ohne Aufsicht. Aha. Was gucken wir jetzt? Genau. Wir restreamen jetzt nicht mehr SGQ, wir restreamen jetzt irgendwas anderes. Nein. Wir lassen aber SGQ im Titel drin, natürlich. Nein, machen wir nicht. Randale, genau. Das war auch einer der ersten Level, die wir spielen konnten, damals in der Demo. Oh, okay. Da wurden dann schon die ersten Taktiken herausgefunden. Da gibt es auch noch ein ganz spannendes Video, wo das erste Mal jemand dieses mit diesem Slidespinner gemacht hat, wo du so über die Abgründe kannst und so. Mhm. Wo dann der Dino schon ganz weit im Hintergrund ist und einer der Hersteller von diesem Spiel sich herzlich darüber kaputt gelacht hat, wie der das ausnutzt. Ja. Wie das Spiel zu dem Zeitpunkt schon kaputt war. Aber da scheinen die Entwickler dann selber ihren Spaß an Speedrun zu haben, ne? Ja, anscheinend, ja. Okay. Finde ich nur immer schade wegen den ganzen Patch dann immer. Ja, klar. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich dann. Aber es hört ja auch irgendwann auf. Eben. Ja, es gibt ja Entwickler, die mögen es überhaupt nicht finden, wenn man ihre Spiele so mit Speedruns auseinandernimmt. Sind zwar nur wenige, aber die gibt es tatsächlich. Aber einige, die freuen sich ja sogar richtig, wenn ihr Spiel gespeedrunnt wird. Ja, also ich würde mich auch riesig freuen, hätte ich auch. Ja, ich auch. Ich hatte mal,
Also das Spiel kennt halt kaum einer. Da gibt es auch leider außer mir keinen Speedrunner von. Last Dream ist von White Giant Studios. Und den musste ich mal meinen Spielstand zuschicken, weil da irgendwas kaputt gewesen ist, irgendwas verglitscht gewesen ist. Und ist halt New Game Plus Spielstand. Und da habe ich hunderte Stunden investiert und ja, war plötzlich alles weg. Und habe den Spielstand zugeschickt und die waren total erstaunt, wie viel Zeit ich da investiert habe. Und dann bin ich mit denen halt so ein bisschen ins Gespräch gekommen, nur von wegen, ja, ich speedrunne das und deswegen habe ich da so viel Zeit investiert, bla bla. Und da waren die echt begeistert von. Genau, ist eigentlich das beste Marketing für einen Entwickler, wenn die Spiele lange aktiv gespielt werden, richtig. Auf der anderen Seite, also das ist zumindest die Denkweise von einigen Entwicklern, wird halt auch aufgezeigt, wie kaputt die Spiele teilweise sind und manchmal entsteht auch der Eindruck, dass die Spiele halt nicht besonders lang sind. Ach so, ja. Und sie fühlen sich wahrscheinlich dann auch so ein bisschen enttarnt, also, dass ja, sie da an der Stelle schlampig gearbeitet haben oder genau. Irgendwie so. Aber wie gesagt, der Großteil der Entwickler, der kommt mit Speedruns an sich gut klar, sind teilweise auch wirklich dankbar dafür, dass die Fehler gezeigt werden. Ja. Also, was passiert hier gerade? Das sieht auch wieder komisch aus. Das wollte ich gerade erzählen. Genau, er hat jetzt zum Beispiel diese Maske ausgenutzt. Das ist mit dieser Gravitation. Ah. Er hat sie benutzt, ist ein Stück zurückgegangen, ist aus der Map daraus damit gehüpft und hat den Punkt übersprungen, wo er die Maske zurückgibt. So kann er jetzt den ganzen Kram da machen. Also genau das, was du vorhin auch erzählt hattest schon. Ja. Oder erwähnt hattest zumindest. Den habe ich aber auch noch nicht gesehen, den Skip. Also, sieht echt abgefahren aus. Gut, aber gerade wenn man aus der Map rauskommt, da finden sich dann immer irgendwelche neuen Wege. Ja, vor allem dann, ja. Das ist dann immer ganz spannend. Genau. Wer weiß, in einem Jahr könnte der Speedrun ja schon wieder ganz anders aussehen. Ja, Space-Taxi, bin ich genau. Noch gespannt nach den ganzen Patches und so, was sie dann noch alles rausfinden. Eieiei. Der klatscht gleich auf. In der Luft. Ah, okay. Da ist die Karte. Kann mal ganz kurz, weil mir das gerade von dem guten Mibio zugeschickt wurde. Ja. Ich schicke den Link einfach mal in den Chat rein. Das ist dieses Developer React to Speedrun. Und zwar zu Crash Bandicoot 4 in dem Fall. Ja. Das passt ja gerade ganz gut. Ich kann dir das auch nochmal hier im TS schnell so schicken, falls du dir das später nochmal angucken willst. Ah, ich glaube, das kenne ich sogar. Achso, das kennst du sogar schon, okay. Ja, ja, Rico kenne ich auch schon, genau. Okay. Das ist einer, der, er macht auch sehr viel, er macht... Also eigentlich, ich glaube, der hat so seine Nase in jeder Kategorie von Crash Bandicoot drin. Mhm. Er nimmt die, glaube ich, auch so ziemlich gern auseinander, die Spiele. Weil es ja irgendwo auch mal so eine, ja, schon fast so eine Liebeserklärung an das entsprechende Spiel oder Franchise, wenn man sich so damit befasst, dass man das halt auch wirklich speedrunnen kann. Weil so ein Speedrun lernt man ja nicht innerhalb von, keine Ahnung, von zwei Durchläufen oder so. Ja, genau. Ja, er liebt wirklich diese Spiele. Seit er klein ist, ist er immer am Spielen, das hat er schon häufig erzählt. Er ist auch, ihn kennt man durch diese Videos mittlerweile, genau. Irgendwas wollte ich aus dem Chat jetzt gerade noch vorlesen. Ja. Ich weiß noch nicht mehr was. Aber so nebenbei, das hatte ich jetzt im Vorfeld gar nicht geklärt. Wenn ich irgendwie gerade rede und du willst halt gerade irgendeinen Skip zum Beispiel erklären, dann red einfach dazwischen. Das ist so typisch, oder das ist üblich bei uns, weil das Speedrun-Commentary und vor allem der Hauptkommentator, der hat sowieso immer Vorrang. Also alles ist klar. Kein Zeichen von Unhöflichkeit oder so, sondern das ist ganz normal. Alles klar. Okay. Die ersten Schokomilchbrötchen sind fertig gebacken. Jetzt erst? Dauern die echt zu lange? Okay. Das hier sieht nach einem kleinen Puzzleraum aus. Ja, es ist eigentlich im Prinzip, du löst nur ein paar Schalter aus und dann musst du den Weg da im Prinzip immer wieder rausfinden. Aber es ist eigentlich recht einfach. Es ist ziemlich linear. Na, okay. Achso, und übrigens, Yuki, hallo.
guten Morgen, muss man ja bei dir zu der Zeit schon sagen. Weil Yuki macht unsere Nachtschichten deswegen. Wow. Dieses Gips beeindruckt mich echt. Ich glaube, da wird sich jemand in Kürze wieder ransetzen an den Speedrun. Macht schon das Ganze wieder interessant, ja. Und hallo Vitori, hallöchen. In dem Level bin ich mal gespannt, ob da irgendwelche Skips sind. Da habe ich tatsächlich noch nie nachgeguckt, da bin ich immer so durchgelaufen. Okay. Das ist halt... So, hm? Nee, ich wollte nichts erklären oder so. Also, nee, ich wollte nur sagen, ich höre mal ins Main-Commentary so ein bisschen rein. Ja. Okay. Nee, also nichts spezifisch jetzt irgendwie zu Skips oder so gerade erzählt. Nee, genau. Nee, ich wollte nur einfach nochmal sagen, das ist halt... schwierig auch immer diese ganzen Skips und so zu lehren, wenn man halt selber auch immer noch Streams und so macht, ne, das alles vorzubereiten. Eben. So, ich bin eher jemand, der die Streams macht, als Streams zu gucken zum Beispiel. Okay. Oder Videos. Wie würdest du eigentlich das, also speziell jetzt Crash Bandicoot 4, so für Einsteiger, für Speedrun-Einsteiger bewerten? Also kommt man da relativ leicht rein? Oder doch, ich würde schon sagen, also fürs einfache Durchlaufen, da kommst du, glaube ich, recht schnell rein. Da geht es halt nur dann wieder darum, natürlich so wenig wie möglich sterben erstmal. Mhm. Damit kannst du, wenn du einfach zum Beispiel schon mal nicht stirbst die ganze Zeit, da kannst du schon mal ganzes, also Speedrunner übertreffen, die Skips machen, aber die ganze Zeit sterben zum Beispiel. Ne? Ah, okay. Genau, das ist zum Beispiel mal das Erste, was man auf jeden Fall tun sollte bei Crash Bandicoot spielen. Mhm. Durchlaufen so schnell wie möglich, ohne zu sterben und nicht unbedingt zu viel Skips beachten oder Tricks. Genau, die Sachen, also die ganzen Skips und Tricks, die kann man sich dann so nach und nach angewöhnen, wenn genau. Man halt so Routine in den Grundlagen hat. Genau, so habe ich es zum Beispiel gemacht, war bislang immer ganz gut. Mhm. Wie sind wir da jetzt gerade an den Dinos vorbeigekommen? Das sah jetzt aus, als wenn wir da irgendwie durchgeklippt sind oder so. Ja, genau. Also das ist, er ist im Prinzip einfach nur Damage Abused. Er hatte eine Maske, was ihn einen für einen Hit saved. Mhm. Und dementsprechend, ja, also er hat einfach einen Hit bekommen, aber dafür war seine Maske weg. Ach so, okay. Genau, jetzt hat er zum Beispiel keinen Versuch, den zu umgehen. Mhm. Aber grafisch gefällt mir das Spiel auf jeden Fall. Ja, es ist ein sehr, sehr schönes Spiel, das stimmt. Boah. Das ist ziemlich riskant. Wollte ich auch gerade sagen, das sah nach einem sehr riskanten Sprung aus. Also da hat er im Endeffekt ein paar Plattformen einfach übersprungen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ja, um dann halt sehr weit hinten auf einer Plattform zu landen. Genau. Aber letztlich viel... An Skips hat er jetzt nicht genutzt, er hat eigentlich nur nicht Damage wirklich. Abused und so eher so ein paar Plattformen übersprungen, aber das war es auch. Genau. Im Endeffekt einfach nur Optimierung, wenn man so will. Ja, genau. Oder ich habe einen Part verpasst, das könnte auch sein, aber ich glaube, der hat nicht viel benutzt da. Ja, also ich hatte auch nichts gesehen. Also entweder haben wir beide jetzt genau diesen Skip verpasst, was aber sehr unwahrscheinlich ist. Ja. Oder es gab halt einfach keine richtigen Skips oder Glitches. Wie geht's jetzt zu einem Boss? Das ist im Prinzip der erste Endboss, kann man so sagen. So, unerwartet kommt nachher noch ein Endboss. Man kennt's. Genau. Wenn er es hinkriegt, dann wird man gleich das Meme sehen, die ganzen Memes. Mhm. So verzerrte Crash Bandicoots von PlayStation 1 und sowas. Ah, okay, cool. Also wenn er die alle schafft zu sammeln, dann passiert das. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das für irgendwas notwendig war, wahrscheinlich einfach nur Achievements oder so. Denke ich auch mal. Ah, yes, Louise.
couldn't help but donate during this run, so good luck, Jordy. You've got this. Oh, and great job on the Luis skip. Thank you. Achso, ja. Luis skip wurde gerade erwähnt. Ja. Ich hatte es davon auch schon mal erwähnt, ne? Ah, da. Da ist es. Wow. Genau, der Luis skip, das ist wohl dann der neuere. Den nennen sie wahrscheinlich jetzt mittlerweile Luis skip. Was ich eben ganz interessant fand, war halt, dass man mal so die ganz alte Grafik, die Originalgrafik von damals und halt jetzt quasi die aktuelle Grafik mehr oder weniger nebeneinander gesehen hat. Ja, das stimmt. Ja. Da hat man mal gesehen, wie sehr sich die Grafik auch entwickelt hat seit damals. Oh. Okay, das war, glaube ich, nicht beabsichtigt. Ja, stimmt, aber man muss dazu sagen, für PlayStation 1 war das schon damals echt wahnsinnig gut. Mhm. Also die ersten Spiele davon, sehr cool. Ja, das auf jeden Fall. Stimmt, Infinite Darkness starten in 5 Minuten. Da werde ich jetzt erst nach dem Event zu kommen. Also Resident Evil ist das. Da werde ich erst nach dem Event zu kommen, das mal auszuprobieren. Und High Blues Feld. Ja, hier ist das auch recht linear. Du machst einfach nur den Boss jetzt gerade. Mhm. Kannst auch nicht wirklich was skippen. So sieht es zumindest für mich aus. Auch hier ist es ein bisschen schwierig, wenn du dann einmal stirbst, dann kann das Cycle ein bisschen durcheinander sein. Dann kann das auch mal sein, dass diese komischen Kugeln da direkt vor deiner Nase auftauchen und du kannst denen nicht mehr ausweichen oder so. Ja, das ist natürlich ärgerlich dann. Ja, dann stirbst du natürlich gleich direkt ein zweites Mal hinterher, ne? Genau. Nee, im Endeffekt mussten wir ja mit dem... mit der Gravitationsmaske da immer hoch und runter, um halt die Barrieren zu zerstören. Genau. Und man also halt Knotenpunkte. Genau. Genau. Die konnte man halt immer nur oben oder unten zerstören. Da muss man dann halt schnell drauf reagieren und dann nebenbei halt noch diesen blauen Kugeln ausweichen. Genau. Diese Dimension finde ich sehr, sehr schön. Das ist sehr futuristisch. Das finde ich immer ganz cool. Oh, ja. So ein futuristisches Setting mag ich ja sowieso. Ja, das finde ich auch immer sehr cool. Seit dem allerersten Fantasy-Star eigentlich schon. Hm. Aber wie fängt es, glaube ich, mit Ratchet & Clank tatsächlich an? Achso, ja gut, stimmt. Ist ja auch, ja, in Anführungsstrichen so ein bisschen futuristisch. Ja, so kommt es auf die Welt dann immer an, ne? Hm, genau. Ah, da geht's wieder los, die Gravity Skips. Der ist auch sehr, die sind auch sehr abgefahren in diesem Level. Mhm. Die habe ich schon ein paar Mal gesehen. Also wir ab in den Himmel. Wenn ich das jetzt gerade richtig verstanden habe, im Mainstream, dann landen wir jetzt quasi auch gleich im, ja, am Ende des Levels direkt. Ja, mhm. Wenn du es vernünftig machst, anscheinend schon. Also da gibt es auch verschiedene Methoden, wie du die verschiedene Skips auch wieder in verschiedenen Parts. Aber anscheinend kannst du direkt bis zum Ende. Mhm. Das ist so einfach, wenn man fliegen kann. Aber ich finde es schön, dass man hier mal so einen Überblick über die ganze Stadt hat, dadurch, dass man jetzt hier fliegt. Ja, stimmt, das ist echt cool. Und wie weitreichend die das auch gestaltet haben, ist ziemlich cool. Ich denke mal, das meiste davon kann man im Spiel an sich gar nicht betreten. Das ist dann wirklich nur, ja, Hintergrunddeko quasi. Ne? Ja, genau. Denke ich auch mal. Ja, da ist es geschafft. Er hat das irgendwie getriggert, das Ende. Wahnsinn. Es sah aber so aus, als wenn man da relativ präzise auch landen muss am Ende. Ja, das musst du wahrscheinlich alles richtig timen. Und es ist vorbei. Oh, ja, das wäre tatsächlich ein Runkiller gewesen. Meinte. Ja. Ich weiß nicht, ob Jordy das jetzt selber gesagt hat oder irgendwie sein Nebenkommentator. Ich denke eher der Kommentator. Er hat ja am Anfang, hat er es anscheinend schon auf die Kappe genommen, ein paar Mal bei dem Haider kaputt zu gehen. Dann denke ich, da wäre es für ihn jetzt nicht der Runkiller gewesen. Er hätte es wahrscheinlich einfach weitergemacht. Okay. Ah, Jordy ist ja auch Weltrekordhalter in der Kategorie, ne? Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Habe ich noch gar nicht drauf geguckt. Oh, das kann gut sein. Ich habe es, glaube ich, sogar noch irgendwo offen. Ja,
Oh, ja, Tatsache, ja. Oh mein Gott. So Realtime ist er 28 Sekunden vor dem zweiten Platz. Ah, Wahnsinn. Es war schön, dass ich war der Erste, der tatsächlich in der Kategorie was hochgeladen hatte. Echt? Da war ich eine Zeit lang auf Platz 1, das war sehr schön. Oh. Das war ein schönes Gefühl. Das ist natürlich nicht verkehrt. Lisa hat eine sehr angenehme Stimme, schreibt Aprikose gerade. Also Alf. Alf, oh, danke schön. Das höre ich gern. Kann ich tatsächlich auch bestätigen. Ah, cool. Ja, du auch. Oh, danke. So, jetzt genug geschleimt hier. Nein. Wir sind wieder mit... Wie hieß er nochmal? Ich habe den Namen vergessen. Also der Charakter, den wir jetzt gerade spielen. Achso, Dingodai, genau. Ja, genau. In der Vergangenheit immer ein Boss gewesen. Mittlerweile ist er ist so nüchtern zwischen allem. So meinst du das nüchtern? Ich dachte jetzt wirklich nüchtern im alkoholischen Sinne. Ach so, ich weiß nicht, ob der in den vergangenen Teilen nicht nüchtern war, aber... Er möchte eigentlich nur die ganze Zeit einen Diner öffnen. Ständig wird er in die ganze Scheiße da reingeritten. Ich lese mal was von Alf vor. Ich meine das gerade echt nicht böse, also versteht es bitte nicht falsch, aber würde ich gerade nur zuhören, könnte ich einschlafen. Im positiven Sinne dann aber. Das ist wahrscheinlich, weil unsere Stimme so angenehm ist. Kann man genau. Schön zu einschlafen. Aber tatsächlich, meine Stimmlage ändert sich, glaube ich, wenn ich Englisch streame. Es ist ein bisschen anders. Das kenne ich tatsächlich. Wenn ich Englisch rede, also ich streame nicht auf Englisch, aber wenn ich Englisch rede, ist meine Stimme, glaube ich, einen Tick höher. Ja, das genau. Höher ist es bei mir dann auch, glaube ich. Ja, ich habe halt Stream angefangen, um Englisch zu lernen. Das war ziemlich crazy. Ach so, echt? Ich hatte sehr viel Probleme, so ein bisschen aus mir herauszukommen, sehr schüchtern gewesen. Mhm. Und habe dann einfach direkt mit Englisch Stream angefangen und mittlerweile kann ich recht gut auf Englisch auch reden und die Leute unterhalten. Oh, das ist cool. Ich habe da tatsächlich im Stream mal so ein bisschen Probleme, obwohl ich selber ja eigentlich gut Englisch sprechen kann. Ja. Aber wenn ich dann so auf, weiß ich, vor allem auf irgendeinen Speedrun fokussiert bin und dann kommt jemand Englischsprachiger da rein, da habe ich echt meine Probleme dann. Ja, okay, das ist dieses Umdrehen von Deutsch auf Englisch. Das habe ich genauso andersrum. Wenn ich die ganze Zeit Englisch rede und dann soll ich auf mal Deutsch antworten, dann wird selbst das für mich schwer. Das ist immer... Ich habe das damals bei Breath of Fire 2 gehabt, bei dem Speedrun. Da habe ich dann halt das eine Mal, also ich hatte die ganze Zeit nur Goldsplits, das war halt noch ziemlich am Anfang, da war ein Goldsplit noch nicht so was Besonderes. Ja. Aber den halben Run nur Goldsplits und dann kam jemand rein und der hat auch noch Englisch geredet und sofort alles rot gewesen in den Splits. Ja, das setzt einen so ein bisschen unter Druck im ersten Moment. Genau. Weil zu der Zeit habe ich mich auch wirklich noch gefreut, wenn dann überhaupt mal jemand im Chat geschrieben hat. Deswegen will man sowas dann ja auch nicht einfach links liegen lassen. Ja, auf jeden Fall. Genau. Also es war auch am Anfang sehr schwer für mich. Wie gesagt, ich hatte so ein Problem mit schüchtern sein und sowas. Und da ging mir echt die Pumpe, als der erste Englische bei mir reinkam und ich konnte auch nicht wirklich Englisch reden. Okay, das glaube ich. Ich meine, da habe ich immer einen Vorteil gehabt, dass ich halt auch jetzt außerhalb von Streams und so schon immer sehr viel mit Menschen zu tun hatte und sehr viel auch geredet habe. Das hat tatsächlich auch sehr geholfen. Also dadurch hatte ich diese schüchterne Phase nie wirklich gehabt. Ja, ja, cool. Ja, bei mir kam es tatsächlich alles durch den Stream sehr, sehr gut, wie ich jetzt auch fremden Leuten gegenübertreten kann. Das ist sehr schön. Oh, das ist cool. Hier waren jetzt auch nicht viele Skips. Ich glaube, das ist Tana. Mit ihr gibt es, glaube ich, nicht wirklich Skips. Nicht wirklich viele. Das ist eher so mal irgendwie auf eine Box jumpen, dass du so ein bisschen höher kommst. Zum Beispiel. Aber das sind jetzt nicht gerade großartig Skips gewesen. Eher so kleine. Okay. Ja, und das ist Cortex. Quasi. Ah, das ist Cortex übrigens. Jetzt sehe ich ihn auch mal. Ja, genau. Den hatten wir vorhin schon mal. Da waren wir, glaube ich, sehr gut im Gespräch vorhin. Ach so. Und das ist der Charakter, den sehr viele Leute nicht so gern mögen. Mit dem kannst du schießen. Das Aiming ist sehr schwer. Du musst einfach nur ganz bisschen umdrehen, dann ist das Aiming schon
Für einen A. Für einen, ja. Sag's ruhig. Ah, okay, darf ich hier sagen, einige ja, sind ja ein bisschen... Okay, alles klar. Also für einen Arsch. Okay. Also ab 22 Uhr ist hier sowieso Narrenfreiheit. Nein, also nicht wirklich. Also es gibt schon noch Sachen, die müssen auch dann hier nicht im Stream sein, aber wir sind da recht locker, was sowas angeht. Ah, okay, alles klar. Sehr gut. Genau, und ja, das Dashen kann dann halt auch mal in die Hose gehen. Wenn du dann versehentlich einmal diesen Dash-Button klickst, dann bist du schon unten. Also. Der geht auch direkt los. Du musst nicht mal eine Richtung drücken. Der geht direkt los in die Richtung, wo du stehst. Ich meine, hier sieht man das jetzt nicht so sehr. Ja. In dem Run, ne? Aber ich glaube, wenn man es halt selber spielt, dann merkt man es ganz schnell. Ja, auf jeden Fall. Und das ist halt dann auch das schwierigste Level mit ihm, also für Any-Person-Speedruns. Da kann viel in die Hose gehen. Und Yuki gibt dir gerade einen Tipp, ansonsten frag immer Veni, ob er dir FSK 16 sagt. Er kann das. Okay. Kommen dann so Sachen raus wie, penetrieren sie sich in ihre unteren Gelenke. Okay. Die Formulierung macht's. So, ja, er ist nicht mal einmal, ja, Tatsache, er schafft es so durch, ohne einmal zu sterben. Ja, das ist wirklich sehr schwer. Aha. Ich mache das da auch mal lieber langsam und nicht sterben, als schnell und dann die ganze Zeit kaputt zu gehen, vor allem in diesem Level. Sehr, sehr schlimm. Weil irgendwann frustriert das ja auch so sehr, dass man dann erst recht stirbt, einfach weil man dann hektisch wird und ungeduldig. Ja, genau. Ja. Bloß nicht davon beeindrucken lassen. Genau. Was ist denn da jetzt passiert? Er ist aber weg. Wow. Ja, sehr cool. Das ist eine Minute hat er noch. Achso, Devo, dran denken, das ist die Ingame-Time. Also diese 1.16.39 entspricht Realtime 1.23.59. Und da hier ja auch die Ladezeiten mit drin sind, in dem Timer unten, müssen wir uns halt an der ja, an der Zeit mit Ladezeiten orientieren, also 1.23.59. Genau. Und Poritox, vielen Dank für deinen Resub. Oh, da war er erst drin, aber nicht weit weg vom Checkpoint, von daher nicht so schlimm. Okay. Weiter geht's. Übrigens, Bamberg hatte eben auch geschrieben, mega beeindruckend, das Movement. Von jetzt dem Runner, ne? Genau. Genau, ja. Ja, woher, wovon auch sonst, also. Ja, gut, stimmt. Hier gibt's auch einen Skip mit dieser Gravitationsmaske. Ich denke mal, den wird er jetzt auch machen. Mhm. Genau. Ah, da. Und da geht's wieder los, der geht wieder fliegen. Wow. Er geht durch die Decke im wahrsten Sinne des Wortes. Hier sind wir auch schon bei der letzten Welt jetzt. Das ist, also nicht das letzte Level, die letzte Welt. Ich glaube, 3 Level kommen danach noch. Mhm. Und dann hat das auch schon geschafft. Okay. D314 fragt gerade, wird die Zeit dann vom Spiel angezeigt? Also die Ingame-Time, sieht man die irgendwie am Ende noch? Ach so, ja, die sieht man, wie lange man das Spiel gespielt hat, genau. Okay. Das wird mitgespeichert. Glaube ich. Bin mir gerade nicht so sicher. Oh, jetzt weiß ich es gerade echt nicht mehr. Jetzt muss ich es gerade... Sagen wir einfach, man sieht die. Kann jetzt eh keiner nachprüfen. Ja, okay. Ich meine, kann natürlich sein, dass wir die nachher nicht mehr sehen, dass GDQ dann schon ein bisschen früher in die Setup-Phase überschaltet. Oh. Ah, ich weiß nicht, ob das gewollt war, aber trotzdem ist er schneller, als würde er so durchlaufen. Ja, gut. Wahnsinn, ey. Ich glaube, Devo will ins Bett. Ich glaube, der ist müde, will aber den Run noch gucken. Deswegen hatte er sich jetzt eben so ein bisschen in Anführungsstrichen geärgert, dass der Run doch noch ein paar Minuten dauert. Was bedeutet da das zweite Any% Inbounds? Achso, nee, das war an Yuki gerichtet. Achso. Entschuldigung. Und hier geht's wieder los. Bong, 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 bong. Das ist echt irgendwie cool. Es sieht irgendwie sehr, sehr kaputt aus auf alle Fälle. So, ja. Wieder auf 60 FPS gestellt gerade. Also offenbar muss man, um den Trick auszuführen, 30 FPS drin haben. Das ergibt Sinn, ja. Das könnte man ausprobieren. Mhm.
Stimmt, das hatte ich damals ausprobiert auf der PlayStation 4, danach nicht wieder, weil da war er auch, PlayStation 4 ist, glaube ich, 60 FPS Cap und deswegen. Ach so. Genau, sowas kannst du dann gar nicht ausprobieren. Ich sehe übrigens auch gerade, hier nach kommt ja eventuell Hitman 3, das ist ja ein Bonus-Game, aber da fehlen tatsächlich noch ein bisschen was über 3000 Dollar. Also das kriegen die auf Garantie noch zusammen, bis der Run vorbei ist. Mhm. Zur Not machen sie die Setup-Phase vorher noch mal ein bisschen länger. Achso, und das wird dann einfach dazwischen geschoben, Hitman 3? Genau. Das ist halt im Schedule schon mit eingeplant. Ja. Aber wenn es jetzt tatsächlich nicht gematcht werden würde, wenn sie die Summe nicht bekommen würden, dann würde sich quasi das ganze Schedule um eine Stunde nach vorne verschieben. Oder eine Stunde 10 mit Setup-Phase. Ah, okay. Was für uns dann immer ein bisschen schwierig ist, ein Restream, weil dann sind halt, die nächsten Kommentatoren noch nicht da und eigentlich alle Kommentatoren sind dann vielleicht eine Stunde zu spät für ihren Run. Das ist dann natürlich immer ein bisschen ungünstig, aber das werden die zusammenkriegen. Da bin ich mir ganz sicher. Ich meine, das steckt ja die ganze Zeit gerade. Genau. Kann man echt zugucken. Das wäre auch schon mal cool, in so einem Stream seinen eigenen Run da drin zu haben. Das auf jeden Fall, ja. Und dann auch selber Kommentator woanders sein. Genau das hatte Dragolina bei diesem Event. Die hat das Smash Brothers Brawl war es, glaube ich, gezeigt. Also auf dem SGDQ. Und hat dann Metroid Prime 2 noch kommentiert. Das ist cool. Aber das ist tatsächlich auch der Vorteil von so einem Online-GDQ. Weil, ich sag mal, ich weiß jetzt nicht, ob Dragolina in die USA gefahren wäre, wenn das Ganze jetzt on-site gewesen wäre. Kann ich jetzt nicht abschätzen, aber wohl eher nicht. Und dementsprechend haben dann auch die Leute eine Chance, beim GDQ aufzutauchen, die halt gar nicht die Möglichkeit hätten, da vor Ort zu sein. Ah, okay. Oh, okay, der Sprung war ein Tick zu kurz. Oh ja, da hat er auch ordentlich Sekunden jetzt verloren, ne? Mhm. Oh, okay, jetzt sind es noch 2500. Ah, zwei Level sind da noch. Genau. Und wie gesagt, die werden auf Garantie im Zweifelsfall die Setup-Phase noch ein bisschen länger machen. Ja, aber ich glaube, das wird gar nicht nötig sein. Die gibt es ja auch noch. Richtig. Das haben wir beim AGDQ gehabt, da war für das war A Link to the Past, das als Bonus-Game an sich drin stand. Und da haben sie dann auch, ich glaube, eine halbe Stunde Setup-Phase oder so gehabt, plötzlich. Ganz zufällig. Da haben wir eine Menge Blödsinn angestellt, ne, Alf? Und Yuki, die war auch dabei. Und noch ein paar andere, die jetzt aber gerade nicht im Chat sind. Oder zumindest nicht schreiben. Ich bin unschuldig, du bist niemals unschuldig. So. So. Das ist jetzt das letzte Level vor dem Endboss. Da läuft er wieder mit dem. Ja, ich sehe es gerade wieder. Ich finde es fantastisch zu sehen, das sieht so witzig aus. Eigentlich müssten wir aber vorgewarnt sein, wenn er ins Menü geht und die FPS irgendwie umstellt, ne? Ja, stimmt. Jetzt müssen wir es wissen. Aber jetzt geht's wieder zurück. Wie funktioniert die Maske eigentlich? Wie ist die eigentliche Funktion dieser Maske, die beabsichtigte? Kann man einfach für einen kurzen Augenblick. Genau, die wird im Prinzip eingefroren, beziehungsweise sehr, sehr stark verlangsamt. Mhm. Und so kannst du zum Beispiel Sachen, die sehr schnell, so wie Plattformen, da irgendwie durchrauschen, kannst du anhalten und dann auf die drauf springen. Ah, okay. Und unsere Figur an sich wird aber auch verlangsamt dabei. Oder? Nee, die bleibt im selben Modus trotzdem. Ach so, okay. Also die Plattform wird verlangsamt und du hast die Möglichkeit drauf zu springen in dieser Zeit dann, genau. Mhm. So wie jetzt zum Beispiel. Dann werden die Dinger verlangsamt und du kommst weiter. Okay. Kann man das denn endlos lange einsetzen? Also immer wieder nacheinander oder gibt es da irgendwie so einen Cooldown? Eigentlich zumindest? Du kannst es ständig hintereinander machen. Okay. Genau. Ja, es ist halt sehr verwirrend, wenn du
Es gibt 4 Masken, wenn du dann wie in dieser Stelle alle 4 abwechselnd jetzt benutzen musst, ne? Ach so, ja, stimmt. Das ist ein bisschen abgefahren. Aber macht tatsächlich, wenn du es raus hast, echt sehr viel Spaß. Mhm. Aber so sollte ein letztes Level ja auch sein, dass es halt nochmal ein bisschen anspruchsvoller ist, dass man quasi alles, was man bisher gelernt und angewendet hat, dass man das nochmal, dass es nochmal auf die Probe gestellt wird, quasi. Genau, das fand ich da auch sehr cool an diesem Level. Und so, da ist er. Endboss. Ja, ich wollte gerade sagen, damit müssen wir ja jetzt beim letzten Boss sein. Richtig. Mehrere Phasen? Ja, der hat, genau, aber die Lebensanzahl oben stimmt schon. Ach so, okay. Genau, das war im Prinzip jetzt die erste Phase, kann man sagen. Mhm. Time ist auch in dem Moment, in dem er besiegt ist, oder erst, was ich dann? Ja, genau, wo er den Hit kriegt dann direkt. Mhm. Okay. Stimmt, jetzt sind es nur noch knapp über 1000, die da fehlen. Ja. Ah, jetzt nutzt der Gegner zum Beispiel die Masken, um halt gegen dich zu spielen. Mhm. Aber er kann nicht diese coolen Bugs hier usen, die wir usen können. Also. Ach so, okay. Gut, wäre auch ein bisschen komisch, ne? Das wäre doch mal lustig, wenn irgendein Spieldesigner bewusst irgendwelche Bugs einbaut, nur damit der letzte Endboss die dann quasi gegen einen verwenden kann nochmal. Das wäre ziemlich lustig, ja. Oh Gott, das wäre sehr schwer, vor allem mit dieser diesem Zeitvorsprung da immer. Ja, genau. Zack, 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 und du wirst da die ganze Zeit durchrasiert. Also quasi als Strafe dafür, dass man überhaupt Bugs benutzt hat. Hm. Aber ich glaube, ja, die genau. Meisten Entwickler, die würden eher halt darauf achten, die Bugs zu entfernen, als sowas ja. Damit einzubauen. Wahrscheinlich schon eher, das stimmt schon. Oh, das ist so ein ganz kleiner Skip, den du machen kannst. Mhm. Das heißt Skip, aber du kannst es dir einfacher machen, indem du halt auf die linke Ecke direkt springst und so musst du diesen Dingern da nicht folgen. Ach so. Wie es eigentlich vorgesehen ist. Mhm. So, und ich glaube, das war die letzte Form. Mhm. Das müsste jetzt die letzte sein. Die letzte Phase. Der Sprung eben, der schien auch ziemlich schwer gewesen zu sein. Also war nö, so es geht schon eigentlich. Achso, okay. Der Sprung ist recht einfach eigentlich. Okay. Das klang eben im Mainstream so, deswegen dachte ich jetzt. Nö. Aber wenn man das mit dem Slide, Spin und den Doppelsprung raus hat, dann ist das sehr, sehr, sehr einfach. Ah, da ist Time. Genau. 1,26, 23. Boah, 1,26, davon kann ich träumen. 20 Minuten schneller als ich. Ich glaube, exakt 20 Minuten, glaube ich sogar. Moment. Lass mich mal nachgucken. 1,54, 56 steht bei dir drin, also mit Ladezeit natürlich. Ach so, ja, gut, stimmt. Also ja, aber knapp 20 Minuten. Ja, und ich meine, deine Zeit ist ja jetzt auch alles andere schlecht. Die sind recht gut, damit bin ich sehr zufrieden. Aber die werden auf jeden Fall noch besser gemacht, irgendwann. Ich sehe gerade, du bist der beste Deutsche. Ist da überhaupt jemand anderes? Nö, das ist kein anderer Deutscher, oder? Möchte ich jetzt nicht beantworten, aber du bist der beste Deutsche. Ja, okay, nee, ich bin der beste Deutsche. Also in dieser Kategorie, auf dieser Plattform zumindest. Ja. Dann war es mir umso mehr eine Ehre, mit dir zusammen zu kommentieren. Gerne. Also ich hatte auf jeden Fall Spaß dabei und es ist sehr cool für mich, immer wieder sowas mitzumachen. Vor allem mein Selbstbewusstsein pusht das ein bisschen. Das war ja einer der Gründe, warum ich mit Stream angefangen habe. Also vielen Dank dafür. Oh, vielen Dank fürs Kommentieren. Hi Yuki übrigens. Ja. Jetzt und darfst du reden. Schleimer? Ja, ich bin stolz drauf. War so klar. Eigentlich ist Yuki nur so ein bisschen eifersüchtig. Okay. Ne? Eifersüchtig, ich? Also nur für deine Information, alter Mann, wir reden gerade darüber, wie lange wohl dein Kühlschrankarrest dieses Mal dauern soll. So wie du dich hier benimmst, das geht gar nicht.